Hallöchen und herzlich willkommen zu Part 339 von The Witcher 3 Wild Hunt im Add-on Hearts of Stone. Und jo, ich konnte die Aufnahmepausen nutzen und wieder ein bisschen Gold machen, bin ein paar Sachen verkaufen gegangen und so weiter und so fort. Kennt ihr ja alles schon. Wir müssen hier dringend in die letzte Reihe kommen, um das hier skillen zu können. Das ist mir noch wichtig. Und deshalb würde ich sagen, skillen wir hier den dritten Punkt. Kritische Chance auf kritische Treffer werden um 30% erhöht. Jo, ist natürlich nicht schlecht. Machen wir also mal. Fertigkeit verbessern. Ich bin schon seit ein, zwei Parts laufe ich mit meinem Fähigkeitspunkt durch die Gegend. So ist das nochmal alles in Ordnung. Dann, wie gesagt, möchte ich jetzt in diesem Part dem Runenschmied seine 15.000 Gold geben. Dann bekommen wir auch neue Möglichkeiten, neue Sachen zu verzaubern. Ich bin mal gespannt, was dazu kommt und ob ich mich überhaupt an alles erinnern kann. Warten wir mal ab und dann gucken wir, wie wir weitermachen. Ob ich diese letzte Quest, den dritten Wunsch hier, das mit der Eheschließung oder was, also diese Rose, die wir da holen sollen, ob wir das jetzt machen oder ob wir die ein, zwei Schatzsuchen noch machen, die wir noch haben und auch das eine Fragezeichen, mal sehen. Ich habe noch etwas Geld für dich. Das sollte dann reichen. Für Werkzeuge reicht es, aber seltene Zutaten bräuchte ich. Nein, kommt nicht in Frage. Zeig mal, was ich für mein Geld kriege. Ja, ich würde sagen, der hat jetzt wirklich genug bekommen. Jetzt bin ich auch wirklich absolut pleite. Ich habe noch ein paar Runensteine mehr nicht mehr. Jetzt habe ich alles, was ich benötige. Sicher. Meine laufenden Kosten sind gedeckt. Und seltene Steine brauche ich nicht mehr. Fast zu schön, um wahr zu sein. Ein Fass Wein aus meiner Heimat habe ich noch. Wir sollten auf unseren Erfolg anstoßen. Prosit! Für deine Hilfe danke ich dir. Meine neuesten Werke möchtest du vielleicht sehen. Dies kannst du gerne tun. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich würde gerne einen Blick auf dein Angebot werfen. Bringt mir das jetzt überhaupt was, wenn ich da was von ihm kaufe? Unten sind die neuen Schemas. Irgendwas auch mit der Regeneration und so nehme ich mal an. Also hier, große Glyphe der Bindung. 5% Blutenresistenz. Vitalitätsregeneration. Was? Verringert die Abnutzungsgeschwindigkeit eines Gegenstands. Aha. Elementarresistenz. 3%. Jo, gucken wir einfach mal. Achso, da könnte ich noch irgendwas mit ihm rumhandeln. Also, keine Ahnung. Machen wir es einfach mal so. Handwerk? Was kann ich Handwerk nicht bei ihm machen? Handwerk? Ist auch ein Meister. Was? Echt? Ernsthaft? Bärenarmbrust? Bin ich gerade doof? Bei dem kann man alles bauen, oder was? Das ist ja mal geil. Wusste ich gar nicht. Ja, Runenschmiedmeister. Bei dem kann ich alles schmieden, bauen, was auch immer ich will. Das ist ja mal cool. Auch mal cool zu wissen. Okay. So, und jetzt bin ich mal gespannt. Angeblich will er ja nichts mehr von mir. So, das meisterlich gefertigte Bärenschwert. Boni von Rüstungsschmiede, Tischen und Schleifstein sind dauerhaft. Das haben wir jetzt da drauf. Wir könnten noch aufladen. Ah, jetzt muss ich gucken, was Stufe 3 ist. Also die drei Dinge da oben. Also Aufladung. Beim Wirken eines Zeichens wird ein Adrenalinpunkt verbraucht und dein nächster Schwertangriff ist mit der Kraft des Zeichens aufgeladen. Mhm. Okay. Kräftigung. Bei maximaler Vitalität wird die Vitalitätsregeneration in zusätzlichen Schaden umgewandelt. Bis zu plus 50%. Und dein nächster Schlag. Was? Und deinen nächsten Schlag hinzugefügt. Aha. Achso, klar. Der Schaden. Jeder geblockte Hieb erhöht die Wirkungsdauer von Tränken um 0,5 Sekunden. Okay. So, und dann halt das hier. Das kennen wir ja alles schon. Naja, aber das mit der Kräftigung, da finde ich ganz cool eigentlich. Große Devena-Runenstein. Mhm. Eigentlich müssten wir sie ein bisschen anders jetzt machen. Wie war das andere? Erhaltung war das, was ich so ganz gut finde, ne? Genau, das sollten wir vielleicht aufs Stahlschwert machen. Ah, ja, naja. Und schwer, ja gut, gucken wir mal hier. Ja, das ist natürlich gleich. So, was können wir hier machen? Immer noch nichts. Stufe 3. Gewährt eine Chance von 30%, einen Teil des erlittenen Schadens auf den Angreifer zu reflektieren. Okay. Alle angelegten Rüstungsteile gelten als leicht. Das ist auch brutal, weil es hier dann noch dieses eine Absurd gibt. Wo dann die, wenn man leichte Rüstung trägt,
Erstens ist die Ausdauerregeneration sehr gut. Ich könnte das Absurd nutzen, wo dann die Rüstung da gut geschrieben wird. Umso leichtere Sachen ich trage. Also wäre auch wieder ein Defensiv-Skill, dann könnte ich eventuell das Greifen-Absurd draußen lassen. Wäre echt noch zu überlegen, ne? Müsste ich mir echt mal überlegen, das zu machen. Große Glyphe der Verstärkung, große Artglyphe, große Glyphe der Instandsetzung. Okay. Müsste ich dann aber zuerst mal alles wiederherstellen. Wenn ein Gegner unter Axie-Einfluss stirbt, wird der Effekt auf das nächste Ziel übertragen. Okay, jo. Gegner, die mit Igni in Brand gesetzt wurden, explodieren beim Sterben und entflammen Gegner in der Nähe. Auch nicht schlecht. Ne, wenn, dann würde mich das hier interessieren, dass sich alle Rüstungsteile gelten als leicht. Das könnte echt noch ganz geil werden. Und wie gesagt, dann das eine Absurd da nutzen. Das könnte eine ganz lustige Sache werden. Große Glyphe der Instandsetzung. Was brauchen wir? Instandsetzung, Verstärkung und große Artglyphe. Instandsetzung, Verstärkung und große Artglyphe. Gucken wir mal, ob man da irgendwie Instandsetzung, Art und was? Jetzt habe ich schon vergessen. Scheiße. Oh, nee, komm. Nee, handeln, genau. Große Glyphe der Instandsetzung. Verkauft er die überhaupt oder muss ich die dann auch herstellen oder was? Ich glaube, die muss ich dann herstellen. Die andere Sache ist, wie geht das denn überhaupt mit der Gesundheitsregeneration? Da wird das dann automatisch auch reingesetzt. Ah, hier haben wir es ja. Große Glyphe der Instandsetzung. Schema. +3 Vitalitätsregeneration. Ach so, nee, Moment mal. Das könnte ich dann auch in meine Rüstungen einschmieden und dann bekomme ich da... +3 Lebensregeneration. Stimmt, das habe ich jetzt gar nicht beachtet. Große Glyphe der Verstärkung. Ah, oh, nicht genug Münzen. Na nee, gut, okay. Nein, da muss ich mal ein bisschen handeln. Oh, das ist jetzt alles ein bisschen noobisch, ich weiß, aber egal. Komm, wir müssen noch ein paar Dinger dann da verkaufen. Jetzt machen wir einfach hier so an Verkaufaktion. Was haben wir hier? Kleine Artglyphe. Die kannst du alle haben. Die brauche ich nicht mehr. Ich glaube auch nicht, dass ich die jemals wieder nutzen werde. So. Große... Der Verstärkung war doch das, was ich noch gebraucht habe. Kaufen wir jetzt mal. Klappt das? Wo steht überhaupt mein Gold? Ach, da oben links. Okay. Dann verkaufe ich mir noch ein paar Dinge jetzt. Ich hoffe, das klappt jetzt alles so. Ach, stimmt. Da könnte ich das auch in die Rüstung einschmieden. +9 Lebensregeneration pro Sekunde. Ist natürlich auch nicht schlecht. Muss ich mal gucken jetzt, wie ich da so klarkomme. Chance auf Einfrieren. Was haben wir hier noch? Chance auf Betäuben. Ja, das kauft er mal sogar ganz ab. Komm, kannst du haben. Dann das große Ding behalte ich mal. Hier Angriffskraft. Oh, das ist natürlich eigentlich richtig stark. Aber werde ich eh nicht mehr brauchen, also verkaufe ich es ihm. Viel Spaß damit. Und hier will er auch haben. Igni-Zeichen, Intensität. Der Rest kann ich eh gleich kaufen, wenn ich da was brauche. Ich bräuchte echt die Schemas da. Muss ich dann bei nächster Gelegenheit mal machen. Elementarresistenz. Komm, das kaufe ich jetzt mal. Könnte ich natürlich auch reinsetzen. So, und jetzt werde ich das mal herstellen. Ich versuche es mal. Handwerk. Jetzt so Glyphen herzustellen. Das müsste ja dann ganz unten gehen. Und dann könnte ich die eventuell einfach einsetzen. Ohne mir dann das super Ding da herzustellen. So, hier könnte ich so einen Runenstein herstellen. Genau. Chance auf Verbrennen. Große Glyphe der Verstärkung. Was brauche ich da? Oh, nee. Wahrscheinlich die kleinen, oder was? Was ist das? Wird das mir überhaupt angezeigt? Wie geht das jetzt? Bin ich doof? Glyphe der Instandsetzung. Ach so. Müsste ich zuerst die Glyphe der Instandsetzung... Oh, nee. Achso, und was brauche ich dafür? Kleine Glyphe der Instandsetzung. Was brauche ich dafür? Ah... Kleine, großer, jo, bla. Ne, kleine. Glyphe der Instandsetzung. Brauchen wir den Mist hier? Glyphe durch der Durchdringen. Ach du Scheiße, da muss ich ja richtig hin und her basteln. Oh je. Das kann ja was werden. +1 Vitalitätsregeneration. Kleine Glyphe der Durchdringung. Wo ist das Ding jetzt? Bin ich jetzt schon vorbeigegangen? Keine Ahnung. Ich bin jetzt ein bisschen durcheinander. Kleine, nö. Müsste dann, wenn, dann hier sein. Oder ich hab's noch gar nicht gekauft. Oh, nee.
Ja, das aber ist eigentlich klar, wie es funktionieren soll, ne? Da muss man sich da so ein bisschen hochbasteln. Das habe ich jetzt natürlich noch nicht wirklich gemacht. Ist natürlich jetzt auch ein bisschen lahm, das jetzt hier im jetzt hier zu machen. Ich denke, das bereite ich mal für den nächsten Part vor. Dann reise ich wieder ein bisschen hin und her und verkaufe die Sachen. Ah, ist jetzt doof. Schade. Kann ich das irgendwie beschleunigen? Bietet er das vielleicht an? Bietet er die Glyphen auch zum Kauf an? Ich habe jetzt gar Ich nicht würde. richtig geschaut. Das wäre jetzt ganz geil, wenn ich die direkt kaufen könnte. Da unten sind hier noch irgendwelche Dinger. Was ist das? So, gucken wir doch mal. Art, Elementar. Ah, er bietet sie doch an. Ah, dann machen wir doch das sowas. So, da muss ich sie erst gar nicht bauen. Gut, die sind schweineteuer. Jo, alles klar. Elementarresistenz. Aber auch so, dann könnte man dann weiterspielen. Ich mache das jetzt mal mit der Vitalitätsregeneration hier. Das würde ich ganz gern machen. Aber die kosten schon einiges. Dann verkaufe ich mal meinen Blödsinn. Chance auf Verbrennen. Da gibt er mal dafür noch richtig was. Ja, eigentlich schon. Komm, die verkaufe ich jetzt mal. Es war eine super Glyphe eigentlich, aber egal. Machen wir jetzt mal so. Ich will jetzt mal wissen, wie das hier funktioniert. 1600 Gold, 3 Vitalitätsregeneration. Oder soll ich die kleinen da kaufen? Kaufen wir mal zwei kleine. Ich weiß, es macht. Oder drei kleine. Ob ich die dann jetzt wirklich so einfach einsetzen kann. Ich weiß, es ist eigentlich Quatsch, was ich jetzt gemacht habe. Aber ich probiere das jetzt mal so. Danke. Bis dann. Stimmt, die könnte ich ja auch in die anderen Rüstungsteile einsetzen. Oh, ich bin so clever. So unfassbar dämlich. Oh, stimmt. Oh, nee, das war jetzt eigentlich schlecht. Ah. Und das sind doch schon überall welche drin. Oh Mann, bin ich raulich. So, und jetzt müsste ich natürlich beim Oberkörper hingehen und müsste dort die Sachen. Beim Oberkörper macht es eigentlich keinen Sinn. Wenn, dann müsste ich sie aus der Hose. Da habe ich Art und. Ja, und Igni und was weiß ich, ne? Drin Hose und Stiefel. Dort müsste ich sie rausnehmen, dort die Vitalitätsregeneration reinmachen. Nee, komm Leute, das hier war Quatsch. Ich mache jetzt nicht weiter den Müll. Es ist eigentlich klar, was ich vorhabe. Das bereite ich für den nächsten Part vor. Ist eigentlich echt logisch. Und auch wird nicht wirklich schwer. Aber ich habe mich mal wieder angestellt. Aber ich werde, weil ich so viel Quatsch gemacht habe, jetzt den Part ein bisschen verlängern. Und wir werden jetzt diese Quest da. Oder sollen wir uns. Nein, dann machen wir es anders. Dann machen wir das hier mit der Schatzsuche und das Fragezeichen. Das machen wir im heutigen Part noch. Ich hoffe, das bekommen wir dann hin. Der versteckte Schatz hier haben wir irgendwann mal nicht gefunden. Ist das Ass, Bube, Dame, König oder irgend sowas? Oder wie die Quest heißt? Keine Ahnung. Ah, doof, dass ich das Geld, die Geldprobleme habe. Aber ich sollte vielleicht wirklich hingehen, die Sachen verkaufen, sodass ich diese plus 3 Vitalitätsregenerationen da habe. Und dann setze ich die in die. Ja, die könnte ich. Oder Elementarresistenz. Ich weiß nicht genau, welche ich da machen sollte. Oh, was ist hier los? Kryptaschlüssel. Verdammt. Was? Lies die Notizen des Priesters. Ja, dann machen wir das noch. Dann müssen wir da in irgendeine Kapelle. Oh, das habe ich eigentlich viel zu spät, bin ich das jetzt angegangen hier mit diesem, mit diesen Glyphen da. Naja, das Tagebuch ist mit Blut befleckt und schwer beschädigt und die letzte Seite lässt sich noch, nur noch, ja, nur die letzte Seite lässt sich noch entziffern. Meine Predigtreisen zum Ruhm des Feuers führten mich als nächstes ins Dorf Brunwich, das sich um den See herum schmiegt und wahrlich, was erleuchteten die allerheiligsten Flammen dort für mich? Aha. Eine Gruppe von Heiden mit verhärteten Herzen, zu sehr in Sünde verfallen, um auch nur einen verfluchten Finger zu krümmen, der sich um den Herd des ewigen Feuers kümmern könnte. Von heiligem Zorn erfüllt, fragte ich sie, warum ist eure Kapelle in einem so jämmerlichen Zustand? Warum ist euer Friedhof mit Unkraut bedeckt? Ihre Antwort, Geister. Flüche suchen den heiligen Boden heim. Sie beschuldigen die Frau des Ältesten, sagen, sie seien von ihrem Reichtum in den Wahnsinn getrieben worden. Und, unlesbarer Abschnitt, seit dieser Tragödie liegt die Kapelle in Ruinen und niemand wagt es, sich ihr zu nähern. So liegt es nun an mir, diese verblendeten, verlorenen Schafe zurück auf den rechten Weg zu führen, hinweg von dem Unrat, an den sie glauben. Ich habe vor, die Kapelle allein zu betreten, nur mit einer Fackel, ja, bla bla, und das ist natürlich in die Hose gegangen. So, und jetzt gucken wir uns die Krypta da mal an. Aha, die ist also direkt hier vor Ort. Echt? Schickt er mich gerade dorthin? Sicher? Keine Ahnung, wo der mich gerade hinschickt. Hallo? Na ja, doch, angeblich schon.
Ist hier eine Krypta, echt? Ist mir noch nie aufgefallen. Gucken wir doch mal. Geister sollen sich ja hier rumtreiben. Ah, das Ding hier, wo ich gerade so runterstolpere. Hä? Und jetzt? Oh nee. Bin ich jetzt falsch gelaufen wahrscheinlich, oder? Leute, was mache ich hier? Ja, das ist auch eigentlich weiter unten drunter. Wie komme ich dort jetzt hin? Oh Gott. Ah, alte Kapelle Brunwisch. Ja, wahrscheinlich durch die Haupttür. Wäre wahrscheinlich cleverer. Dann gehen wir mal hier rein. Aufgeschlossen mit dem Schlüssel. Ah, logisch. Oh, das war natürlich wieder super dämlich. Gehen wir mal hier rein und hier sind Geister. Komm, sagt's mal. Oh, verfluchte Mutter. Was geht denn jetzt ab? Oh, mit dir habe ich jetzt nicht so gerechnet. Mutti, bleib mal ganz locker, bitte. Magische Falle. Komm her, Mutti. Du bist eigentlich verlangsamt, offiziell. Komm her. Oh. Verfluchte Mutter. Stufe 35. Und die heilt sich sogar noch ein bisschen. Oh, die heilt sich sogar sehr viel. Ist ja richtig nervig. Na, vielleicht brauche ich gleich mal so ein Öl, um da Schaden zu machen. Komm her, verfluchte Mutter. So, und stirb. Jawohl, nimm schön Schaden. Nimm Schaden, habe ich gesagt. Bleib dran, Hexer. Bleib dran, jawohl, schön. Bam. Oh, Alter, machen wir die fertig. Wenn man mal holt, wie schwer solche Gestalten, solche Geister mal waren. Und jetzt kriegt die so auf die Nuss. Das ist so geil. Das ist mir eigentlich egal, ich hau einfach weiter zu. War nur so ein Spiegelbild von ihr. Und jetzt kommt, erscheint sie wieder wahrscheinlich. Ist nur die Frage, wie ich es jetzt echt mache mit den Glyphen, ob ich alles auf darauf setze. Was geht jetzt ab? Achso, weil sie mich nicht getroffen hat, bekommt sie keine Lebenspunktregeneration. Was ist dann? Ah, ist das die Mutti nochmal? Mutti? Mutti? Ah, das ist tatsächlich. Obwohl sie so ein Geisterform ist, können wir da so viel Schaden machen. Richtig geil. In Anführungszeichen. Komm, bleib mal dran. Du müsstest tot sein, oder? Ah, ne, noch nicht. Jetzt aber. Immer noch nicht. Was ist dann? So, komm, ich muss es so. So geht's einfach besser. Macht mal wesentlich mehr Schaden und die Sache ist erledigt. Verfluchte Mutter. Geisterstaub. Hart der einer Nachterscheinung. Okay. Erledigt. Durchsuche die Katakomben der Krypta. Hier ist der Typ wahrscheinlich. Ja, hat irgendwelchen Kram dabei gehabt. Und was? Eine Abschiedsnotiz. Okay. Was bringt die einem? Könnte ich jetzt noch lesen? Neumondrüstung in besserem Zustand. Ja, ob ich halt hingehe und alles auf eine leichte Rüstung setze und dann dieses Absuter nutze, das ich da hatte. Umso leichter meine Rüstung ist, umso mehr Schaden mache ich. Ah, wobei aber auch das Gewicht zählte, glaube ich. Ich glaube, das wurde nur aufs Gewicht bezogen und nicht auf den Status, ob es eine leichte Rüstung ist oder nicht. Das fällt mir gerade auf. Dadurch wird ja nicht wirklich das Gewicht runtergesetzt. Ach, gucken wir doch mal rein, ob meine Annahme da überhaupt so stimmt. So, was haben wir hier für eine Rüstung? So, den Quatsch hier braucht kein Mensch, ne? Nee, brauchen wir nicht. So, noch ein Sattel, der wahrscheinlich grottenschlecht ist. So ist es. Also alles nochmal zum Verkaufen. So, und jetzt gucken wir uns hier mal die Absude an. Also das Greifen-Absud nehme ich ja eigentlich ganz gern noch rein. Im Kampf erhöht sich da immer, ist halt gegen schwerere Gegner eigentlich ganz cool, erhöht sich da die Rüstung mit der Zeit. So, hier, ich guck mal gerade. Erhöht das Gewicht? Ne, bla. Kritische Effekte. Pferde gehen nicht durch. Resistenz gegen Taumeln. Regeneriert Schaden halt, Zeichen irgendwas. Jeder getötete Gegner, das ist halt auch cool. Beschleunigt bis zum Kampf in die Regeneration der Vitalität, ist auch nicht schlecht. Vor allem mit dieser einen Skillung da oder mit der Glyphe, wo man auf die Rüstung draufsetzen kann, wo man dann auch stärker wird, wenn man über 100% heilt. Ja, Angriffskraftsteigerung. Ja, ich denke, dass mit den Glyphen, mit den Absuden, das war schon die richtige Entscheidung, in so eine Richtung zu gehen. Sind so viele gute Absude dabei. Helferabsud. Also gegen Erscheinungen hätte ich jetzt können auch nutzen hier. Hier haben wir noch eins.
Bah. Bis ich das jetzt gefunden habe. Reduziert den erlittenen Schaden auf Basis des Gewichts von Rüstungen und Gegenständen. Aha. Je weniger Gewicht getragen wird und je leichter die Rüstung ist, desto weniger Schaden wird erlitten. Ja, ne, ist aber auf Gewicht bezogen, also brauche ich's. Dann bringt mir das relativ wenig, wenn ich das auf leichte Rüstung umstelle. Nur, dass ich mehr Schaden mache, ne? Ich denke, ich würde sogar eher in den Bereich Gesundheitsregeneration gehen im Moment. Ach, ich weiß es einfach noch nicht. Ich muss mal gucken. Ich überlege mir das noch. Waldschrat absolut. Erhöht die Chance auf kritische Treffer. Ist natürlich auch nicht schlecht. Plus 5% kritische Trefferchance. Ne, das ist eigentlich zu wenig. Für ein Absud ist das zu wenig, oder? Ne, das sind unsere Absude hier wesentlich stärker. So, und wir haben noch irgendeine Notiz von dem Typen gefunden. Sollten wir vielleicht auch noch lesen. Naja, in Ring. Nein. Irgendwelche Werkgegenstände? Nee, da könnte ich aber auch mal was verkaufen, wieder um zu Gold zu kommen. Eda Beretz Abschiedsnotiz. So, oh. Das ist viel. Das ist sehr viel. Mir ist nichts geblieben, gar nichts. Alles, was mir bleibt, ist die Geschichte meiner Familie aufzuzeichnen. Eine Geschichte voller Furcht und Schrecken. Möge ich sie in diesem Brief niederschreiben können, bevor ich selbst dahin scheide. Es scheint ein Traum zu sein, der sich wie der Morgennebel auflöst. Doch es gab eine Zeit, in der wir glücklich waren. Meine wunderschöne Frau Anesta und ich. Unsere Hochzeit war ein gesellschaftliches Großereignis und ein rauschendes Fest. Ein Jahr später wurde unsere geliebte Mildburger geboren. Die Leute priesen die Schönheit unserer Tochter. Sie sagten, sie sei ihrer Mutter wie aus dem Gesicht geschnitten. Onesta verärgerte das immer etwas. Doch ich schenkte dem damals keine Beachtung. Schon bald wuchs unsere Familie weiter. Erst kam Mathilda, dann Ethel, beide so rein wie Engel. Doch Onesta... Nun, ich werde nie den Abend vergessen, an dem sie da saß und ihr langes, kastanienbraunes Haar kämmte, während die Mädchen weinten und weinten. Ich sagte zu ihr, Liebes, ich glaube, die Mädchen haben Hunger. Daraufhin kanzelte sie mich das erste Mal ab, sagte, sie hätten kein Recht darauf, hungrig zu sein, dass sie ihre Schönheit und ihre Jugend gestohlen hätten. Dass das mehr als genug sei, von dem sie zehren könnten. Aha. Ich hätte es damals schon wissen sollen. Ich hätte wissen sollen, dass sich der Wahnsinn in ihrem Verstand meiner Geliebten eingeschlichen hatte. Ihr wisst schon Bescheid. Und dass er sich mit jedem Kompliment, das unsere Kinder erhielten, tiefer dort eingrub. Jahr für Jahr wurden die Mädchen größer und anmutiger. Aber die Zeit meinte es mit den Alten nicht gut. Und auch Onesta blieb von ihrer Grausamkeit nicht verschont. Ihre Haut wurde faltig und verlor den Glanz der Jugend. Eines Nachts weckte mich das Mondlicht, das die ganze Welt in einen gespenstigen Schein tauchte. Ich sah mich in unserer Hütte um. Sie war leer. Ich lief zur Tür hinaus und entdeckte Abdrücke von nackten Füßen, die zum Friedhof an der Kapelle führten. Als ich sie sah, klopfte mir das Herz bis zum Hals. Ich fand sie, alle drei, um den Springbrunnen drapiert. Wäre ich nicht ihr Vater gewesen, ich hätte sie nicht erkannt. Tiefe Schnitte verunstalteten ihre liebreizenden Gesichter. Hautfetzen und sogar Fleischstücke lagen überall verstreut. Als ich noch den Anblick dieses Schlachtfestes auf mich wirken ließ, hatte ich das Gefühl, dass mich jemand beobachtete. Und so war es auch. Onesta stand auf einem Hocker bei einem einsamen Baum und um ihren Hals lag ein Seil, wie eine dämonische Halskette. Sie nahmen mir alles, was ich hatte, alles, was mir etwas bedeutete, sagte sie. Und dann sprang sie. Sie ist tot, meine Onesta. Meine drei Töchter, und sie sind auch nicht mehr. Ich werde ihnen bald schon folgen. Ich habe alles genommen, was ich besitze, und den Göttern geopfert. Vielleicht vergeben sie mir und meiner geliebten Onesta. Boah, krasse Geschichte, oder? Finde ich echt krass. Hat sich mal umgebracht. Wenn ich das richtig so verstanden habe, war sie eigentlich relativ eifersüchtig, nenne ich es jetzt mal so. Auf ihre Kinder oder auf die Jugend, die so langsam halt von ihr ging, wie es halt so üblich ist. Das ist so, liebe Frauen. Deswegen muss man nicht direkt durchdrehen. Also man wird halt älter, man wird reifer und ja, man sieht auch nicht immer schlechter aus. Das muss man ja auch mal sagen. Ja, man will ja nicht immer aussehen wie ein Kind.
Naja, egal. Genug gelabert. So, gehen wir mal nochmal hier raus aus dieser schönen, schönen Kapelle mit ihrer wunderschönen Geschichte. So. Und ja, ich hätte können den einfachen Weg gehen eben. Stattdessen bin ich den schweren Weg außenrum gegangen und bin fast in ein Loch gestürzt oder so. Gucken wir noch ganz kurz auf die Weltkarte. Die 2-3 Minuten haben wir noch. Das würde ich ganz gern machen. Das Fragezeichen noch ansehen. Dann werde ich den Part beenden. Werde hier wieder ein paar Sachen verkaufen und mich dann dementsprechend ausrüsten und so weiter. Sodass wir dann im nächsten Part mit der Hauptquest dann weitermachen können. Ich bin mal gespannt, wie das jetzt hinhaut mit meiner Skillung. Ich muss jetzt zuerst mal die Glyphen, die jetzt eingebaut sind, da mit Quen und so weiter, muss ich ja rausnehmen. Und ich bin mir halt eben immer noch nicht so ganz sicher, in was für eine Richtung ich da gehen soll. Auch Elementarresistenz wäre interessant. Gehe ich mehr Richtung Regeneration, was mir eigentlich besser gefällt, als nur Richtung Elementarresistenz. Aber auch dort könnten wir richtig, richtig viel auf die Beine stellen. Das ist wahrscheinlich wieder ein Banditenversteck, so sieht's aus. Ja, die Raubritterkollegen. Hallöchen. Betäubt. Oh, das ist nett. Oh, Alter, kriegt der auf die Mütze. Hallo? Der kann gar nicht blocken. Was ist denn los mit dem? Jo, komm, nerv nicht. Machen wir mittlerweile, halten wir Schaden auch aus. Das ist ja Wahnsinn. Oh, ja gut. Jetzt, wo ich sage. Alles klar. Alles klar, habe ich gesagt. Komm. Überlegener Schneesturm. Dann machen wir da hinten mal was, bevor die mich immer wieder unterbrechen. Das nervt. Nicht zu spät, sich zu ergeben. Locker dahingesagt, muss ich ja sagen. Aber oh, ich freue mich schon, wenn wir das andere 39er Schwert dann mal herstellen können. Aber das dauert noch ein bisschen. Oh, Betäubung ist auch heftig. Immer wieder betäubt. Da können die sich gar nicht wehren. Das ist echt zu bitter, ey. Oh, alter Schwede, ist das ein Schaden. Du sollst sterben! Komm, ich würde ganz gerne mal meinen Superangriff da machen. Jo, klasse. Jo, funktioniert. So, komm, stirb. Stirb, habe ich gesagt. Hm, er will nicht sterben. Jetzt vielleicht. Jo, oh ja. Das war bitter. Da fliegen die Pfeile an mir vorbei. Oder die Armbrustbolzen, besser gesagt. Schneller Angriff, da kann er nicht sein Schwert ziehen. Oh, betäubt, alles klar und tschüss. Oh, leg mich an. Das ist echt brutal. Ey, hol mir die da auseinander. Ui, da laufen wir. Jo, alles klar. So, der eine noch. Wo bist du, Kollege? Komm hier. Genau, wir machen mal parieren. Habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Jo, ist auch bitter, ey. Oh, da kassiert er auch richtig schön. Dornte, besiege alle gefallenen Ritter und durchsuche ihre Lagerstätten. Oh, okay. Also das war jetzt alles hier. Haben wir alles erledigt. Ja, Sachen, die ich noch schön jetzt gleich bei dem Runenschmied da verkaufen kann. Keine Ahnung, was ich da gerade eingesammelt habe. Irgendwas Merkwürdiges. Handkäse-Runenstein. Was ist das? Handkäse-Runenstein. Merken wir uns mal. Was soll das? Das klingt nach einer Verarschung. Nach einer üblen Verarschung. Ja, vielleicht haben sich dann die Runensteine Sachen gerade erledigt, dass wir die jetzt nutzen. Oder das Handkäse-Ding da. Hm, Handkäse. Wir stinken wie ein Bock und die Gegner laufen von uns weg, oder was? Handwerk. Handkäse-Runenstein. Wahnsinn. So, gucken wir mal. Hallöchen. Handkäse-Runenstein. Hahaha. Handkäse-Runenstein. Könnte ich sogar herstellen. Rune wird in einer freien Fassung des Schwertes platziert, ergänzt sich ideal mit dem Pirocken-Runenstein. Naja, was kann das Ding? Hä? Bin ich doof? Versteht ihr das? Wird doch gar nicht richtig. Ich muss jetzt einmal bauen, oder was? Rune wird in einer freien Fassung eines Schwertes platziert, ergänzt sich ideal mit dem Pirocken-Runenstein. Was? Keine Ahnung. Ich baue jetzt einfach mal. Was? Also ich kann das nicht herstellen. Ich leg's mal, oder werde es für das nächste Mal dann mal herstellen. Keine Ahnung, was das jetzt soll. Und dann zeige ich euch beim nächsten Mal halt eben meine neue Skillung oder meine neue Zusammensetzung der Glyphen, so ist es ja richtig. Und freue mich auf den nächsten Part. Dann machen wir mit der Hauptquest weiter. Also mit der Add-on-Hauptquest. Dann werden wir das da mit der Ehe-Dingens da machen. Wo ist es, Quest? Hier, Sehnen einer Ehe. Sonst müssten wir eigentlich alles, außer hier einen Schatz, glaube ich, noch nicht. Den haben wir noch nicht. Oh ne, zwei sogar. Okay, müssen wir auch noch machen. Machen wir noch. Ja, ansonsten haben wir dann eigentlich soweit alles gemacht.
Und Nebenquest dürfte es gar nichts mehr sein, glaube ich. Haben wir alles gemacht. Ja, und nur noch Sachen aus dem Hauptquest. Aus dem Hauptspiel natürlich. Ja, nee, da freue ich mich auf den nächsten Part. Dann machen wir Szenen einer Ehe weiter. Und ich freue mich drauf. Habt einen schönen Tag. Haut rein. Bis dann. Ciao.